sind wir wieder bei Super Mario 3D World. Und es geht weiter mit Von Sichel schlägt zurück. Von Sichel? Don't wanna joke. Ich weiß jetzt ja nicht, ob... Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Eine Münze. Von Sichel schlägt zurück. Uhu. Ich einfach springe und dann genau da wieder lande. Von sich. Zirkusman. Das war doch nur ein Pixel, Mario. Stell dich nicht so an. Oder sagst du auch noch, ja, du sollst dich nicht anstellen. Bam. La la la. Ich bin aber völlig aggressiv. Was soll ich denn tun? Ninja! Dankeschön. Bam. Ja! Haus. Ah, Mario, willst du nicht rutschen? Warte. Mario. Jetzt machen wir den Rutschwettbewerb. Bis zum zweiten. Fuck you. My yok. Warte, von der Seite. Wow, weiter. Ja, das ist eine größere Rutsche, ist ja sinnvoll. Das ist dann weiter. Also es wäre logischer. Golden. 170. Rüdiger. Bowsers großer Turm. Ja, Bowsers großer Turm.
Oh my fucking god. Mm-hmm. Hey, this is a guy. He's in Caputo's car. Brum, brum, das ist okay. Das macht aber am meisten Sinn, dass seine Hinterreifen ganz sind, obwohl, und seine Vorderreifen kaputt sind, obwohl seine Hinterreifen kaputt sind, aber... Bitte nicht zu hart, Roya. Okay. Die Frage ist... Wollen wir jetzt hier verarschen? Wollen wir mich zwingen, diese zu nutzen? Ach so! Ach so! Hier sind wir schon beim finalen Bowser-Controller. Geht viel zu schnell, geht viel zu schnell, geht viel zu schnell, geht zu schnell! Wow! Epic. Der Jump war epic. Das war ein epischer Jump. Epic Jumpers. Willkommen zu Let's Play Epic Jumpers. Epic Jumpers wäre auch mal ein cooler Spielname, ne? Ja, natürlich was. Boom. Boom, boom, boom. Boom. Drehen die mal noch eine extra Runde. Ich glaube nicht, das wäre einfach. Das wäre. Hallo. Ja! Endstation. Nächste Haltestelle. Bowser, dear pesky plumbers. Those about us, the bumble-row, bumble-row, bumble-row. Ich hab ne Glocke.
Glockenpause. Katzenmaus sieht hässlich aus. Mache ich alles nebenbei. Oh, mir fehlt der zweite grüne Stern. Ja, geil. Noch geiler ist, dass es keinen Checkpoint gibt. Aber dann können wir ja versuchen, den Stempel und sowas zu finden. Der erste war ja schon nicht so einfach. Wirklich alle runterstoßen soll oder nicht. So cool. Versucht einfach. Keine Ahnung, man kann es ja mal probieren. Wenn man auf hobbylose Ideen kommt, das könnte ich mir sogar hier vorstellen. Was sage ich? Ich bin ein Vollidiot. Aber da sieht man doch, wie scheiße dieses Spiel ist. Der Stempel, den habe ich immer noch nicht gefunden, aber egal. Aber wir wissen, wo alle grünen Sternen sind. Das Gefühl, dass hier irgendwas. Probieren.
kommt mir alles so verdächtig vor. Rock'n'Roll. Naja, wir waren schon beim Boss, wir wissen, dass die Entwickler sich irgendetwas dabei gedacht haben. Der zweite Grundstein finde ich am schwersten. Klar, Ed. Ich frage mich echt, ob ich einen Stempel finden kann. Ich muss das Level 2 eh noch oft genug machen, aber. Das ist echt die einfachste Methode, Junge. Wie ich sie einfach jetzt mal weggebumst habe. Das war echt einfach. Good luck wünscht er mir. Hoffentlich ist der Stempel da noch, das wäre natürlich jetzt episch. Instruktion. Das hatten wir schon mal. Was hatte er sich nur dabei gedacht? Bowser, du bist ein Idiot. Geste. Das kann nicht alles gewesen sein. Da oben ist eh was. Wie sagt ihr's? Hier ist mal Checkpoint machen. Also. Okay.
Nein, ich brauche keine Hilfe. Warte mal. Beide zerstört, kriegt noch was. Dann komm endlich her, du Idiot. Nein! Schön! Mann, wie viel von den Idioten hat er eigentlich? Na, wenigstens ist er angemessen. Angemessen schwer. Ja, entscheid dich mal, ja? Ich bin irgendwo um nirgendwo und dann. Jetzt geh doch down. Go down. Mann, was ist das eigentlich für ein Idiot? Schön. Es ist immer, dass ich kurz vorm Ziel nochmal verkacke. Das passiert mir bei jedem Boss. Ich sehe das Ziel und verkacke. Das gehört einfach dazu. Boah, siehst du, wie so eine Scheiße! Wieso macht der das? Idiot. Ja, ich bin fett. Schön. Sehr erfreulich. Mann, Mario, du bist einfach der beschissenste Idiot, den es gibt, ey! Mann! Mit dir kann man echt keine Bosskämpfe machen, kein Beat sogar besser. Hätte der dich jetzt getroffen, ich wäre ausgerüstet.
Schön. Hast du dein Ziel erreicht, du Idiot? Fett Bowser. Ich nenne ihn jetzt nur noch Fett Bowser. Schön für dich! Da ich so sehr verkacke, hätte ich jetzt natürlich nicht gerechnet mit. Wo war ich denn jetzt schon wieder, hä? Ja, jetzt geh doch du. Ja, was für ein Ersatzzahn ist, ey. Mach ich das jetzt ganz. Keine Chance. Bam. Oh mein Gott, das Spiel ist noch lange nicht durch. Hey, das ist der Stempel. Mein Vermisster! Warte, ich muss mal auf den Baum klettern, weil es so schön war. Hier ist der Commander-Boy. Der Commander-Boy. Hinter das bitte. Yeah. Ja, yeah, sie kommen glücklich wieder. Was können wir hier irgendwas machen? Nee, sieht nicht so aus.
Wir haben es geschafft, das Spiel zu beenden. Darauf könnten wir stolz sein. Könnten. Hase! Oh Mann, und schon ist das Spiel wieder durch. Naja, noch lange nicht durch, aber trotzdem. Oh Mann, da sind die Toads, ganz schön gay sehen die aus. Ja, ziemlich geiles Game. Bis jetzt ein bisschen kurz, aber dauert noch. Wenn man 200% spielt, hat man auf jeden Fall genug Freizeit. Genug. Also genug Spielzeit. Freizeit ist Spielzeit. Ende Fragezeichen. Ab jetzt werden deine besseren einzelnen Level angezeigt. Yeah, schön. Hey, Katzenbowser, ich denke mal, das ist eines der einfachsten Stempel. Was soll das mal heißen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja. Spiel starten. Wir haben einen Stern. Und ich sag euch, Leute, mit dem Spiel werden wir noch einigen Spaß haben. In den nächsten und auch in den nächsten Parts. Jo. Hoffentlich hat euch der Part gefallen. Ganz schön episch und lang und cool und naja. Dann sehen wir uns im nächsten Part von Super Mario 3D World wieder. Ciao. Wow.